Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Mungo fight all monsters. Mungo Anwalt Außendienst. Mitarbeiter sind Reptopestizid. Auch der kleine Igel ist sehr gut. Gegen Schlangengift ist er immun. Der Mungo tötet die Schlange, ohne sie danach zu verspeisen. Für gemeinhin. Er tötet die Schlange, weil sie eine Schlange ist. Trage dieses Shirt, wenn du gegen Schlangen bist. Falls deine Reptilienliebe so weit reicht, dass dich das stört, dann fahr dir doch noch ein paar Heimchen rein. Fahr dir heimlich Heimchen rein und bestaune dann mit verkalkter Zirbeldrüse dein Natterngezücht, das du in deinem Terrarium sitzen hast. Aber wenn ein Mungo klingelt, dann lass ihn besser nicht rein. Er würde kurzen Prozess mit deinem Otterngezücht machen. Gibt es schon eine Nahrungsmitteldesignfirma, die sich die Pharisäer nennt? Matthäus 23, 33, ihr Schlangen- und Otterngezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Dem, der Hölle und ihren Qualen und Schrecken vergleichbaren Verdammnis, dem Menschen nun Insektenfraß aufzutischen, dürfte sich nicht als gute Tat herausstellen. Stanley Kubrick und Zelensky, ich zeige es immer wieder. Otterngezücht, Natterngezücht, Teufelsgezücht. Gezücht, das Aufgezogene, gebraucht im Sinne von die böse Brut. Jesus nannte Pharisäer und Schriftgelehrte Otterngezücht. Das Gezücht, das Gezeugte oder das Gezüchtete. Von Ottern, also Schlangen, gezeugt oder aus Ottern erzüchtet. Ganz nach Art einer Chimäre, eine Art Mensch-Repto-Hybride. Böse Brut. Brut, Gelege und Nachkommenschaft von Reptilien und Insekten. Eine Brut, also auch eine böse Brut, ist immer vom gleichen Blut. So sehr sie sich auch zu tarnen versteht, wird ihr Blut immer böses Blut sein. Böses Blut, Otternbrut, Schlangenbrut, Drachenbrut, Teufelsbrut. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist erstens Bienenvolk, die Gesamtheit der in einer Bienenwohnung Beute genannt lebenden Bienen mit ihrer Brut und ihren Waben. Bienen bestaunen kannst du im Apiarium. Fische kannst du bestaunen im Aquarium, das Sonnensystem im Planetarium, das Universum im Universarium. Und was kannst du im Terrarium bestaunen? Auch wenn der Auszug aus Ägypten, also die Exodus-Geschichte, belegbar niemals stattgefunden hat, möchte ich dennoch aus dem Buch Exodus einen Teil vorlesen. Das zweite Buch Mose, 10,3. Da sprach der Herr zu Mose: Geh hinein zum Pharao, denn ich habe sein und seiner großen Herz verhärtet, auf dass ich diese meine Zeichen unter ihnen tue, und auf dass du verkündigst vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, wie ich mit den Ägyptern verfahren bin, und welche Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisst, ich bin der Herr. So gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und sprachen zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer. Wie lange weigerst du dich, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Ägypten soll sich also vorm Herrn demütigen. Und wenn der Pharao sie nicht ziehen lässt, dann wird etwas Schreckliches geschehen. Erstens ist dies kein guter Gott, und zweitens sollte man sich fragen, wen der sich dann wohl so als auserwähltes Volk aussucht. Weigerst du dich aber,
mein Volk ziehen zu lassen. Siehe, so will ich morgen Heuschrecken kommen lassen über dein Gebiet, dass sie das Land so bedecken, dass man von ihm nichts mehr sehen kann. Und sie sollen fressen, was euch noch übrig und verschont geblieben ist von dem Hagel, und sollen alle Bäume kahl fressen, die wieder sprossen auf dem Felde. Und sie sollen füllen deine Häuser und die Häuser deiner Großen und aller Ägypter, wie es nicht gesehen haben deine Väter und deiner Väter Väter, seit sie auf Erden waren bis auf diesen Tag. Und er wandte sich und ging vom Pharao hinaus. Man sollte also berechtigterweise Angst haben, wenn man dem auserwählten Volk etwas zuleide tun will. Wie geht es weiter? Das hier ist entscheidend. Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand über Ägyptenland, dass Heuschrecken auf Ägyptenland kommen und alles auffressen, was im Lande wächst, alles, was der Hagel übrig gelassen hat. Mose streckte seinen Stab über Ägyptenland und der Herr trieb einen Ostwind ins Land, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und am Morgen führte der Ostwind die Heuschrecken herbei. Mose hat also diese Tat veranlasst, indem er den Stab hob und das Land verfluchte. Was aber hat der Herr getan? Er hat diese Heuschreckenplage nicht etwa heraufbeschworen, sondern er hat gleich einem Sturm- und Fruchtbarkeitsgott für Wind gesorgt, für einen Ostwind, und mit einem Westwind lässt er auch diese Heuschreckenplage wieder verschwinden. Bleibt zu sagen, dass Baal genau das Gleiche hätte tun können. Und sie kamen über ganz Ägyptenland und ließen sich nieder überall in Ägypten, so viele wie nie zuvor gewesen sind, noch hinfort sein werden. Denn sie bedeckten den Boden des ganzen Landes, und das Land wurde finster, und sie fraßen alles, was im Lande wuchs, und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übrig gelassen hatte, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und auf dem Felde in ganz Ägyptenland. Hier eine kleine Interpretation dazu. Weigerst du dich aber, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken kommen lassen über dein Essen, dass sie deine ganze Nahrung bedecken, dass man von ihr nichts mehr sehen kann. Und ihr sollt fressen, was euch noch übrig und verschont geblieben ist von dem Hagel. Hagel bringt der Sturm- und Wettergott, der Berggott, Vulkangott, Metallurgiegott, Brut von Reptilien und Insekten, wobei sehr viele Reptilien Insekten fressen, der Mensch für gemeinhin nicht. Wäre in der heutigen Zeit dann eine solche Heuschreckenplage nicht mitunter sogar als Segen zu verstehen? Nicht mal die Ägypter fraßen dann die Heuschrecken. Sie ließen von den Heuschrecken ihr eigenes Essen aufessen. Mitunter wäre eine Heuschreckenplage heutzutage als Segen zu sehen. Vor allem werden gehaltene Reptilien, in einem Terrarium gehaltene Reptilien mit Insekten gefüttert, und zwar den gleichen Insekten, die nun auch wir essen sollen. Wir sollen also das essen, was normalerweise Reptilien bekommen, mein Freund. Man könnte meinen, wir bekommen nun Reptiliennahrung oder von Reptilien Nahrung vorgesetzt, denn es wäre ihre Nahrung. Begreifbar als eine Art sadistischer Hohn, meiner Meinung nach. Wir sollen nun ihren Dreck fressen, als Verhöhnung, geschuldet ihrer bevorstehenden und unausweichlichen Offenbarung. Ein Versuch, eine Versuchung, der man sich entziehen kann. Aber wer würde so etwas tun? Wer würde da mitmachen? Einen Plan erkenne ich auch darin, dieses Insektenfressen nun sogar als vegan anzupreisen, damit auch schön ein jeder davon nascht. Es gibt unter anderem die Firma Zirp. Grillen, Zirpen.
ein Anagramm ist und es bedeutet so etwas wie Prizer. Jahwe Prizer. Und genau die stecken meiner Meinung nach auch dahinter. Teuflisch, höllisch, wollen sie nun die 10 Plagen auf uns kommen lassen, damit man sie in Ruhe lässt. Es gibt von dieser Firma Zirp Wanderheuschrecken, die schmecken. Mit einem Inhalt von 8 Gramm pro Packung. Selbstverständlich war nur rein zufällig die 8. Plage in der Bibel die der Heuschrecken. Es ist nie so, wie sie es sagen. Dancing with Demons, ich bin für die Natur und gegen Dämonen. Mach es gut.